Und damit hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K24 oder wie es bei uns heißt, ECW 2K24. Wir haben alle WWE-Wrestler rausgehauen, haben die mit ECW Superstars ersetzt und haben jetzt gerade unseren großen Pay-Per-View abgeschlossen. NXT Rules hat einige Wendungen gebracht und jetzt geht es natürlich weiter. Der nächste Pay-Per-View steht dann im Juli an, da haben wir Hardcore Heaven, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Kader hat sich ein bisschen verändert, ein paar Wrestler haben die ECW nach NXT Rules verlassen, dafür kamen ein paar neue dazu. Zeige ich euch gleich mal, los geht's. Neu im Kader mit dabei ist Al Snow, dazu haben wir noch Bam Bam Bigelow, Bill Alfonso ist jetzt mit dabei. Auch Chris Candido tritt zum ersten Mal auf. Super Crazy ist neu mit dabei, genauso wie Tammy Lynn Sitch, die spätere Sunny. Wir greifen nicht groß ins Geschehen ein, wir wählen lediglich einen Wrestler, mit dem wir das Match bestreiten und gucken natürlich, dass wir gewinnen. Heutige Karte haben wir einmal einen Six Superstar Triple Threat Tornado Tag, da haben wir die FBI gegen die Gangsters und die BWO, dann haben wir Sabu gegen Cheryl Lynn und ein Four-Way Extreme Rules Match Rob Van Dam gegen Cactus Jack, der ja wieder von seiner Verletzungspause zurück ist, Shane Douglas und Tommy Dreamer. Dann haben wir ein normales Match zwischen Taz und Mikey Whipwreck, auch den haben wir noch, glaube ich, noch gar nicht groß gesehen, außer im Rumble-Match neulich. Dann haben wir ein Titelmatch, das kommt für mich jetzt überraschend, hätte eigentlich erst beim nächsten Pay-Per-View stattfinden sollen, also bei Hardcore Heaven. Balls Mahoney hat ja die Battle Royale gewonnen, den Royal Rumble gewonnen, um eine Titelchance zu kriegen, dass es gleich am nächsten Tag ist. Hätte ich gar nicht gedacht, ich dachte, das ist beim nächsten Pay-Per-View, aber das schauen wir uns heute an. Los geht's, viel Spaß, Leute. Die Einzüge werde ich jetzt weitestgehend deaktivieren, das haben wir jetzt in den ganzen Folgen schon oft genug gehabt, deswegen starten wir direkt mit dem Match hier. Nehmen wir einfach mal, wir haben noch gar nicht gespielt, ich glaube, wir haben noch nicht mit Stevie Richards gespielt, das heißt, wir nehmen hier die BWO. Da geht es ja auch in Richtung Tag-Title, da alle Leute gleich zu den Ringen sind. Ich bin unseren eigenen Kollegen schlagen. Und dann schauen wir mal. Die Eliminators haben ja beim Pay-Per-View den Titel von den Dudleys geholt. Das heißt, auch da geht es wieder weiter um die neuen Herausforderungen. Es haben sich auch ein paar neue Tag-Teams gebildet. Also haben jetzt auch mal die Chair Swinging Freaks als offiziell als Tag-Team. Axl Rotten und Balls Mahoney, die sich ja zusammengefunden haben. Und da muss man natürlich auch gucken, wie die Neuzugänge mit eingebaut werden, beziehungsweise die Abgänge kompensiert werden. Also ein paar spannende Geschichten, die ja passieren. Ja, passieren könnten, wir wissen es ja, wie ich sage mal nicht. Das Problem bei diesen Multi-Man-Matches ist halt immer, wie zu viele Leute gleich sind im Ring sind eigentlich. Und dann haben wir nur Schnaps hier mit dem Baseball-Bat. Check. Big Stevie cool. Und ist da draußen, dann hört man da auf. Ja, so war der Ring gleich schnell leerer. Einige Gegenstände, die jetzt in den Ring reinfliegen, da reingebracht werden. Die Situation ist okay. Ein bisschen, weil der Gegenstände benutzt, ist okay, aber auszählen geht nicht. Von dem her. Stillschlag. Und Big Stevie cool. Halt erwischt. Keine Absicht. Nucheck schaut auch noch, was immer im Ring so gibt. Dann schaltet sich hier auch ein Singer für Pain. Haben wir glaube ich schon im Ring. Sledgehammer kommt auch noch gleich zum Einsatz. Und bringt gerade von Merlin mit rein. Keine Meter gehen, ohne dass irgendjemand dazwischen kommt. Ja.
Stevie Richards. Das ist der komplett draußen. Sandenbaum hier von Super oder Nova, beziehungsweise Hollywood Nova. Der Ref zählt nicht. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie speziellen Bindungs gibt oder ob jetzt einfach nur den Counter noch draußen zählt, damit es natürlich noch komplizierter, wenn jetzt der noch nach auszählen guckt, statt den Pin im Ring zu zählen. Müssen, dass alle wieder im Ring sind, dass der Pin fallen kann, dann boah, hoffen wir wahrscheinlich morgen noch da. Natürlich wäre es natürlich eine Möglichkeit, auf Aufgabe zu gehen, vielleicht zählt das dann zumindest durch, aber ihm geht es lieber hier um die Wichtigkeit des Auszählens. Was passiert, wenn alle ausgezählt werden? Ich muss das mal testen. Die Kick. Ein Pinfall und er zählt einfach nicht durch. Lass uns jetzt einfach mal hier mit Tony Marmalow zusammen auszählen und gucken, was da passiert. Der dann eigentlich gewonnen hat. Ein Elimination, von dem er das die Pinfall entscheidet. Klavierkollege. Bis mal der erste wieder rauskommt, ist natürlich auch der Counter unterbrochen. Selbst das wird keine leichte Aufgabe, sie auszählen zu lassen. Jetzt kommt Nunchek raus, deswegen. Oh, jetzt kommt Nunzio hinterher, also. Dann richtig lange so unterfangen werden. Und ich erzähle den Pin einfach nicht. Muss das probieren. Ja, der Rap macht mir einen recht unkompetenten Eindruck, muss ich sagen. Erzähl den Fall, weil alle im Ring sind gerade. Und Nunchek holt hier den Sieg für die Gangsters. Aber ich sagte, ziemlich komische Match-Auslegung hier. Ja, zumindest ein Siegerteam hier von Mustafa Said und Nunchek, die Gangsters, in dieses Match. Meinen Zuschauern vor Ort hat es zumindest gefallen. Und nächstes Match haben wir dann Sabu gegen Jerry Lynn. Wählen wir mal Sabu aus. Und Shake Hand haben wir ja neulich auch bei RVD gegen Jerry Lynn gesehen. Und dann zieht Sabu zurück, okay. Na gut. Byron, is this what you would consider mind games? Oh, it sure seems like it. And this is how we greet you every day. It looks like no love lost between these competitors based on that display we just saw. Ganz normal, so 1 gegen 1 Match, also keine Hardcore-Regeln, keine Extreme Rules. Einfach fair and square in the ring. It's all competition, Cole, don't forget that.
The time for niceties can be after the bell, if they so choose to see fit. Elbow drop to the leg, and again, ruthless. Has never had a chance to block any of those. Na, Sal bearbeitet die Beine von Jerry Lynn. Versucht ihn dadurch auf dem Boden zu halten und nicht seine blinken Moves auszupacken. Oh, a flurry of strikes. Practically never-ending blows coming at full force here. There he goes, right into the corner. Servus, jetzt ist hier Jerry Lynn aus oberster Seite, soll hier eine Top-Rock-Pole voneinander folgen. So schaut's aus. Nee, kein Elbow-Block, doch. Wieder ein Elbow-Block. Now he's been put on the defensive, taking on some offense, but he expected as much. These men knew this match was going to be hard fought. Oh, impressive counter. Now he's looking for some momentum. That might be what gets him out of jeopardy. Hat der Vorarm hier von Jerry Lynn. Schickt Sabu auf die Matte. Und noch einer. Kann sich Sabu nur erstmal aus dem Ring rausrollen. Jalen springt hinterher, aber Sabu weicht im letzten Moment noch aus. Hier der Knee-Drop geht daneben. Dieser Pele ist mir eindeutig zu oft im Einsatz. In den letzten Folgen schon gemerkt, dass es einfach zu übertrieben ist. Evades the attack. Wow, what an arm drag. And Zagiri finds it. Muss man aussehen, ein bisschen aufpassen. Ich bin schon bei 6 angekommen. Drops the hammer right on the lower. Sollen ja beide in den Ring reinkommen. He's on his heels, that's for sure. Off the barricade. Oder war es ein Attack von Sabu? The WWE Universe giving him an extra shot of adrenaline. Ja, war die Taktik davon anscheinend, dass Sabu gewinnt dieses Match hier durch Countout. Ja, dass wir bloß schon Countout-Sieg hatten in den ganzen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Aber Sabu gewinnt damit das Match. Weiter geht's mit einem Extreme Rules Fatal 4-Way Match zwischen Rob Van Dam, Cactus Jack, Shane Douglas und Tommy Dreamer. Also ein Einzug mal erlauben, ich würde den Einzug von Cactus Jack mal sehen. Mit dem spielen wir auch, wenn er schon so lange verletzt war und jetzt wieder da ist, müssen wir mit ihm auch spielen. Einzüge können wir ja getrost skippen dann. Die haben wir schon als Champion und als, ja, ohne Titel. Good Love, nicht Mankind, nicht mal Mick Foley, sondern Cactus Jack. Cactus Jack, an individual always dreaming up innovative ways to put himself in harm's way. Und dann überspringen wir jetzt, wie gesagt, die kennen wir schon. Franchise ist da. Wird nur noch der letzte Teilnehmer. Der Tommy Dreamer. Extreme Rules Match, alles geht hier. Jetzt schaut ihn gleich nach außen. Schnappt sich mal eine Mülltonne. Ach, da hätte ich so gerne Barbie jetzt gehabt. Also ein Barbed Wire Baseballschläger. Aus, weil der Cactus Jack RVD den Mülltonnen überlassen, aber dann überlegt er sich doch anders. Er bekommt die Mülltonne ab. In 4-Way. Erster Fall entscheidet.
disqualification match. You lean into the stipulation and leave no stone unturned. Use everything at your disposal to get the win. Otherwise, what's the point? Und der Stuhl wird eingesetzt gegen Tommy Dreamer von Innovator of Violence. Ist nicht mehr im Ring. Ja, RVD vor kurzem noch unser Champion gewesen, aber muss ich jetzt natürlich auch wieder hinten anstellen. Rematch. Und er seinen Titel nicht zurückholen. Ich will jetzt dann Balls Mahoney nach seinem Sieg eben im Rumble Match bei Anarchy Rules die Chance. Heute Abend schon Champion Service. Ich dachte eigentlich, es wäre im nächsten Pay-Per-View erst, aber nein, direkt einen Tag drauf. Bekommt Balls Mahoney die Chance, ECW Champion zu werden. Sind wir heute noch im Main Event. These superstars are starting to get very imaginative right now. You have to think someone's looking at that stage and getting some dark thoughts. Ooh, what a damaging blow. He's taking some good hits. Here's Cactus Jack's signature no limits offense making an impact. Oh, the steel ladder being used as a weapon. And he'll leave the ring for this next stretch. Outside the ring now, he has no need to rush. From the apron. Stummeltisch. Taking a shot from the stairs right to the head. The steps connect. That hurt me just watching. He switches it back around. Könnte ein bisschen arg weit sein. Ja, mit Volley ist, aber ich glaube, das Jack ist ja nicht so für gebaut, so weit springen zu legen. Harte Drop ging hier von RVD außerhalb vom Ring. Deswegen hat das Jack jetzt sich mir das Ganze immer irgendwann wieder in den Ring reinbewegen. So kommen auch Tommy Dreamer und Cactus Jack simultan in den Ring zurück. Dreamer Driver, nein. Snake Eyes. Und Tommy Dreamer gegen Cactus Jack. Zum Cover. Cactus Jack kann da dazwischen gehen. Jetzt hier die Mandible Claw. Okay, gut, das war jetzt kein Move, den er damals schon benutzt hat, so wie ich noch weiß. Und dann bis 2. Aber es ist der Double Arm DDT, den sein Finish damals war. Stroke. Ein Franchise. Ist RVD schnell dazwischen, bevor den oder Shiri zum ersten Mal auf Matte klopfen konnte. Oh, da muss Tommy Dreamer gegen den Stuhl, der zwischen Ringseil angeklemmt war. Man kann auch mal rauskicken bei 2. Shane Douglas baut derweil eine Brücke nach draußen auf. Mit der Leiter.
Abwehrversuch von RVD, aber Kick-Out von Mick Foley. Bei 2. DDT von Tommy Dreamer an RVD. Aber Cactus Jack gerochen und bringt so das Match noch in die weitere Verlängerung. Oh, da muss Shane Douglas auf die Leine hier selber aufgestellt fliegen. Bleibt es da liegen. Er rappelt jetzt wieder. Schade. Ich hätte gerne mit dem Elbow Drop durchgemacht. Der Elbow Drop hat auch sogar mal gepasst. Das könnte schon mal ein gewesen sein. Oh. Ja, Tommy Dreamer gewinnt das Match. Boah, das checkt aus mit dem Franchise beschäftigt und kam nicht mehr rechtzeitig ran. Deswegen kann so Tommy Dreamer hier den Sieg holen, indem er Robin empinnt. Weiter geht's mit dem FTW Champion, ein unoffizieller und inoffizieller Titel, den Taz damals gehalten hat, gegen Mikey Whipwreck. Auch eigentlich ein Edeljobber, eigentlich nur verloren hat, wenig offensive Aktionen zeigen durfte, aber dann doch nach und nach mal das ein oder andere Match gewonnen hat auch. Ich glaube dann sogar Tag Team Champion war zusammen mit Cactus Jack. Beat me if you can, survive if I let you. Alles mit, was es braucht, um einfach ein glorreiches Squash-Match zu werden. Und Human Suplex Machine. Gucken wir mal, ob sich hier Mikey Whipwreck zur Wehr setzen kann. Und er wird facing off against one of the most tenacious champions we've ever seen. T-Bone Suplex on Taz. But I do foresee gunning for him after this match. He'll eventually want the opportunity to take what's around his waist. Right in the mouth, relentless, right in the face. My God. Wieder fast noch ein Alternativkostüm mit dem Tasmaniac. Over the head, belly to belly Suplex. Behind it. Full Nelson applied. Full Nelson Suplex. And shoulders are down. And shoulders up. Aber nur bis eins. Mikey Whipwreck kann hier rauskommen. Muss man mit Schlägen zurück. Man muss hier mal ein bisschen zur Wehr zu setzen. Deconstructing the knee there. Das zum Side Suplex, aber da kann Taz kontern. Nächster Suplex. Jetzt nur das 1. Er heißt nicht umsonst die Human Suplex Maschine. Suplex. This is not gonna end well. Nice suplex. Oh, this is just flat out punishment. So strikes here from Mikey Whipwreck. Schickt jetzt hier Taz mal auf die Matte. He has perfect time to attack when his guard is down.
Die Brücke. Knappes 2. Tells me the end is not near. Taken head over heels. This is just brute power. Release German suplex. Oh no, short on clothesline. And a stop to the gut too. Stomping down. Showing a lot of fury with these attacks. This could be his moment. Man kann Make It Whipple aber ausweichen. Wir können in die Ecke. Beziehungsweise große Seil. Das war's dann schon wieder mit der Offensive. Die Finisher kann er kontern. Okay, bisher wenig Aktion, aber jetzt hier auch ein Stroke in der Ecke. Und Taz muss ich erstmal noch in den Ring rollen. Ein bisschen offensiver hier sichtbar von Mikey Whipwreck. Jetzt mit dem Top Rope. Lancer kommt, aber Taz geht einfach die Seite. Ja, und jetzt Mikey Whipwreck weiter draußen mit Schlägen. Taz will keinen Auszählsieg, so wie vorhin bei Sabu der Fall war. Ich möchte hier ganz klar. Ansatz zu Taz Mission. Taz Mission. Taz Mission Aufgabe von Taz. Da kann auch wieder Mikey Whipwreck kontern. So kontern kann er. Was wird jetzt folgen auf dem obersten Seil? Belly to belly Suplex vom obersten Seil von Taz gegen Mikey Whipwreck. Das muss gewesen sein. Und Taz gewinnt hier dieses Match. Ist doch nicht so einseitig war, wie ich gedacht habe. Und hier auch der Respekt von Taz und Mikey Whipwreck. Der ordentlich einstecken musste, aber sich trotzdem ganz gut verkauft hat. Damit wird es jetzt Zeit für den Main Event. Wir haben den Champion Mike Awesome gegen den Nummer 1 Herausforderer, den letzten. Beim letzten Event, also beim gestrigen Event, erst geholt hat, die Nummer 1 Herausforderschaft, nämlich Balls Mahoney. Ja, lange überlegt mir, wie ich das spielen soll, aber ich bleib mal bei Mike Awesome. Mir kommt der Titel schon ein bisschen zu früh jetzt. Und es hat vereinbart, war beim nächsten Pay-Per-View und nicht hier direkt einen Tag später, aber beim nächsten ECW-Show schon. Normales Match, normale Regeln. But the confidence he possesses could take him very far. Yeah, but he has his work cut out for him against the Mike superstar Awesome. Who's always prepared for competition. Always ziemlich ins Hintertreffen gerät. Preparation is the type of thing that elevates a superstar, Saxton. You want to control the tempo, you want to dictate the pace. That right there is how you do it. Taking flight. Dass er noch keine offensive Aktion zeigen konnte, hat der Whipman jetzt hier gegen die Stahltreppe. So hat sich natürlich Balls Mahoney seine Titelchance nicht vorgestellt. Kick to the gut. Oh, brutal forearm. And targeting the leg.
to be for the challenger. And this match is not over yet. You know what here, Corey? The colossal clutch. Oh, body is not. Aufgang, bevor er da kann. Da muss man sich mal zu Wehr setzen. Strong Irish whip. Great wherewithal on the counter. And it's a powerbomb. Oh my, and the champion finally ready to put this one away. Oh, so. Und das war's. Oh. Also ohne eine einzige offensive Aktion hier von Boris Mahoney verteilt hier Mike Awesome seinen Titel. Damit hat er immer noch, hat Odds Money immer noch seine PS5 auch gewonnen. Bringt ihm natürlich jetzt gerade wenig. Glanzlos, ja, bezeichnet das Ganze auch. Also was reines Squash-Match. So eigentlich, wie wir uns Taz gegen Mikey Ripwek vorgestellt haben. Keiner dagegen wäre. Damit sind wir am Ende von dieser Show. Und was denn in der Weeklies noch kommt? In den Weeklies haben wir noch ein Extreme Rules-Match. Cherry Funk gegen Taz, okay. Dazu noch. Brand Scene zusammen mit Shane Douglas gegen Tamilian Sitch zusammen mit Chris Candido und im Main Event in Triple Threat Brawl. Damon Bigelow gegen Al Snow und gegen Too Cold Scorpio. Okay, interessant. Das erste Match simulieren mal, hätte ich gesagt. Aber der Zufall siegt, da wollen wir nichts bestimmen. Terry Funk gewinnt das Match. Und dann haben wir Brand Scene gegen Tamilian Sitch. Wen spielen wir da? Wir spielen mit Tamilian Sitch. Wir nehmen einfach einen Manager, können wir auch machen. Ja, wenn wir da rausgeschmissen. Wir nehmen mal die spätere Sunny. Here comes a true superstar. The following is scheduled for one fall. Team Franchise. Accompanied by Shane Douglas. Representing Phenomenal Flair. From Philadelphia, Pennsylvania, Francine! Everyone in this match is competing at such a high level. I predict one of the most competitive matches we've seen in a very long time. Hatte schon mal Potenzial, dass da mal früher oder später mal ein Mixed Tag Team Match gibt. Man hat schon so ein Match hier bekommen. Sunny Days, ja genau. From Asbury Park, New Jersey. Off the headbutt in control in this matchup. Finish. Wait just a minute. Wo sind wir denn? Da sind wir. Are you kidding me? It is. It sure is. This is completely uncalled for, but completely validated, Cole. And now this match is officially Sunny Days. Sure the word official is oh Michaels and Bret Hart. I think you're right, Saxton, and I. Er kennt es nicht. She wants to take this one outside the ring, it seems. Das Spear von Sunny gegen Shane Douglas. Der will ihn auch provozieren, dass er zuschlägt. Wenn er auf den Ring verwiesen wird. She throws her back in. Das Gewicht hält sich ganz raus. Resolves looking unsteady here, and every attempt of her own offense is being subdued. And the manager is searching. Und da hat sie tatsächlich geschafft. Lag der Franchise zu lange im Ring, wurde deswegen rausgeschmissen. Jetzt hier ein Candlestick von Chris Candido, der hier reinschmeißt. Es kam ein bisschen ratlos, was passiert, weil es war nicht absehbar, was hier der Plan ist. Spear von Sunny. Eigentlich schon fast ein Handicap-Match jetzt. Das geht natürlich weiterhin draußen. Auch schon angezählt jetzt. Ermahnt worden vom Ref. Boom, what impact!
And now she's got all her gears running. Yeah, she's proven difficult to grab a hold of. Oh, the referee, the unfortunate victim of that hit. Yeah, that can't be good. Taking this to the floor. The ref caught the brunt of that. Get ready, Saxton, you might be the replacement. What's good? Traut sie nicht hier einzugreifen. She slips outside. What has she got in mind? Oh! Nächstes Mal doch im Manager wählen. She saw it coming. Able to elude it. Going counter for counter. Now can it be capitalized? Der Ref lässt hier die Glocke läuten und erklärt der Francine zur Siegerin. Okay. Wir haben doch zu viele Angriffe hier von Tammy Lynn Sage. Damit Francine siegreich. Jetzt haben wir unseren Triple Threat Brawl. Bam and Bigelow gegen El Snow und gegen Two Cold Scorpio. Dann nehmen wir mal El Snow. Erster Auftritt hier. Auf Bam and Bigelow ist der erste Einsatz. Unser kleinen, aber feinen Serie. Okay. Was auch immer hier jetzt zu machen gibt. Wer vor allem der Sieger ist. Ich weiß nicht, wer K.O. ist. Sie haben die Siegkriterien. Ja, einziger Siegkriterium ist ein K.O. Das heißt, irgendjemand mit einer Schaufel den Schädel ziehen. Und beim kahl rasierten, tätowierten Schädel von Bam & Bigelow ein bisschen einfacher theoretisch. Aber er hat doch einen ziemlichen Stahlschädel. Edward und auch Snow hätte es nicht mehr dabei. Und die DDT aus Snow blutet da direkt. Einen harten Betonboden. Was gibt hier noch alles? Können wir irgendwas benutzen? Reversal, can they go on the attack? Uh-oh, look at what are they gonna do? Oh, right to the face! Right to the back of the neck! And again! Enough! Oh, swung for the fences! Das ist noch gerade eins, die da noch steht. This is just brutal. Oof. Harter Schlag mit dem Baseball-Bat in den Magen und beim Bigelow. Mir geht's auf den Kopf. Slips out of the way! He was waiting for him to make his move. Oh, that's gonna leave more than just a mark. Oh, keiner will hier aufgeben. Oh, what a kick to the face. Oh my god. So wie ein Trouble in Paradise gerade von Cold Scorpio. Oh, he retaliates. Double Team. High cross body. Fires back with a crucial elbow. Drop kick from behind. Uh-oh, double under. Oh, außer vom Ring. Also auf den Betonboden. Ring haben wir hier weit und breit keinen. Shot after shot. Ruthless striking. Dann Big Lady auch was vor. Zerlegt hier nichts an Stühlen und wirft damit das nur ab. And the electricity of this moment is coursing through his veins. Überlegt hier, was er als nächstes macht. Vicious right forearm. Wait. Bleibt in seiner Hosentasche. Schlagring. It's only cheating if you get caught. Haben wir schon mal gesehen. Schmeißt hier. Du kurz Scorpio mit dem Baseball nach. Oh,
als Snow. Oh, could this be it? Und quasi den Snowplow. Wie einer K.O. gehen soll. He fends off the attack. Big punch finds its mark. Big boot. Vicious. Diese drastischeren Maßnahmen greifen. Eine Etage höher gehen. Cut off with a kick to the gut. There it is. Oh. Benjamin Suplex auf den Stuhl. Gibt dazu gar nichts nach dann. Also erst Snow will hier definitiv das Match beenden. Ein Wiggler mit dem Stuhl. Auf einmal und zweimal kann ich dann erst Snow wegdrehen. Also irgendwann muss hier mal eine Entscheidung her. Suplex, perfect. Oh, God. Shoulder tackle. Shoulder block. Dann Bigelow. Taking a moment to get pumped. Jetzt hier die zweite Luft bekommt. Incredible energy. Loving it. Sit down. Powerbomb. Pile driver. Kommt Super Scorpio an, Roundhouse Kick. Right foot graveyard. Just breaking down the opponent. Jetzt gegen die Box, die hier an der Seite steht. He's burying elbows in the midsection. Big boot. Diese Tische sind halt so ein Arsch. Immer gegen die Betonwand. I can't begin to imagine what he's got planned here, guys. Maybe it's a yard sale. Ja, Snow legt jetzt hier ein Wiggler auf den Tisch drauf. Ja, sieht, was er vorhat. Er springt nicht. Not sure if he's trying to escape or take this fight into a new and dangerous direction. Wie geht's gegen das Rolltor? He's way up high now. Not sure I like wherever this is going. Und Tukov Scorpio ist hier eliminiert, das heißt, er ist K.O. gegangen. Er ist damit raus vom Match. Also warum einen Sieger zu ermitteln zwischen Bam and Bigelow und Al Snow? Ich hier irgendwie runterschmeißen oder was? Ah, schon ein bisschen schwach. Aufzugschacht. So, Finisher folgen von Snow. Dann Bigelow kann kontern. Wrestling. Isolating their opponent's arm and oh!
Also da werden andere Regeln als nur K.O. auch ein bisschen angebracht, öffentlich. Jetzt wieder Piledriver-Ansatz. Und damit Sieger des Matches, Bam Bam Bigelow. Ja gut, er ist nicht gebraucht. Damit zum Ende der heutigen Episode. Vielen Dank fürs Einschalten. Sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao.